Ja, so Lampen haben im Regelfall tatsächlich einen An- und Ausschalter, so wie die hier hinter mir. Wenn ich allerdings jetzt so diese Klötzchen von Digitalstrom hätte, dann könnte ich mir den Schalter sparen, denn mein Haus würde vieles für mich erledigen und ich könnte vieles mit Gesten, Sprachkommandos oder auch einfach mit meinem Smartphone erledigen. Das Schweizer Unternehmen Digitalstrom lässt auf der CES in die Zukunft blicken. Was auf der IFA bereits für reges Interesse sorgte, hat sich diesmal noch ein ganzes Stück weiterentwickelt. Die kleinen Klötzchen, die man zwecks Steuerung via App an die Kabel eigentlich gar nicht mal so intelligenter Geräte klemmt, bieten immer mehr Funktionen. So zeigte man uns nicht nur die Kopplung mehrerer Befehle an einen Schalter, sodass zum Beispiel beim Senken der Temperatur am Thermostat gleichzeitig der Ventilator angeht, sondern es wurde noch bunter. Theoretisch ist es dank Digitalstrom möglich, einen NFC-Chip am Waschbecken im Badezimmer zu montieren, das Smartphone dort abzulegen und Dusche, Musik und Licht automatisch zu starten. Wer lieber die Küche digitalisieren möchte, der kann seinem Wasserhahn per Sprachbefehl mitteilen, dass genau ein Glas Wasser benötigt wird. Kurze Wartezeit, schon läuft's. In Zukunft möchte man auch Gesten unterstützen. Eine Kamera, in unserem Fall eine Kinect von Microsoft, filmt eine Oberfläche, auf der mit kleinen Zeichnungen diverse Funktionen hinterlegt sind. Ballt man vor einer solchen Malerei die Faust, fährt beispielsweise die Jalousie runter. Es scheint, als wäre Digitalstrom trotz ausgereifter Produkte noch am Anfang. Es bleibt wirklich spannend, was da in Zukunft noch kommt.